Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Spanien neues Hauptziel für Mittelmeerflüchtlinge. Allein in den vergangenen 3 Tagen hat die spanische Seenotrettung mehr als 1.200 Migranten geborgen. Die Regierung in Madrid kündigte an, das Budget für Flüchtlingshilfe um 30 Millionen Euro zu erhöhen. Offenbar neue Ermittlungen gegen Ex-VW-Vorstandsvorsitzenden Winterkorn. Laut Bild am Sonntag geht es um den Verdacht der Steuerhinterziehung in Höhe von mehr als 500.000 Euro. Winterkorns Anwalt wies den Vorwurf zurück und erwägt Strafanzeige gegen Unbekannt. Präsidentenwahl in Mali. 24 Kandidaten treten an. Die größten Chancen werden Amtsinhaber Keita zugerechnet. In einem der ärmsten Länder der Welt gibt es immer wieder Terror durch islamistische Gruppen. Seit 2013 beteiligt sich die Bundeswehr mit etwa 1.000 Soldaten an der UN-Friedensmission, die das Land stabilisieren soll. US-Regierung gibt Bundesmittel zur Bekämpfung der Waldbrände in Kalifornien frei. Eine Fläche größer als Malta steht in Flammen. Etwa 7.000 Feuerwehrleute sind im Norden des Bundesstaates im Einsatz. Bislang kamen mindestens 5 Menschen ums Leben. Zehntausende mussten ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Lewis Hamilton gewinnt großen Preis von Ungarn. Der Mercedes-Pilot verwies Sebastian Vettel und den Finnen Kimi Räikkönen auf die Plätze. Die Gesamtwertung in der Formel 1 führt Weltmeister Hamilton weiter an. Das Wetter. Morgen zunächst im Nordwesten noch dichtere Wolken, sonst verbreitet viel Sonne. Nur vereinzelt Schauer und Gewitter. 26 bis 36 Grad.